So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Y Nuzlocke Challenge. Ja, diesen Part würde ich wirklich ziemlich gerne dazu nutzen, um eure Fragen so ein bisschen zu beantworten. Also so Fragen, die mir ziemlich oft gestellt werden. Und deswegen wird es wahrscheinlich voll fett im Titel zu sehen sein. Und ich sollte mal diesen hässlichen Dialekt lassen. Und ja, ich werde jetzt diesen Part bestimmt nicht dazu nutzen, um irgendwie produktiv zu sein. Also in dem Sinne. Also das ich hier was vorlese oder sowas. Nein, das werde ich nicht tun, sondern eure Fragen kommen jetzt dran und wenn ich sowieso so ein bisschen erschöpft bin, passt das eigentlich ziemlich gut. Also die Frage, die wohl ziemlich oft gestellt worden ist unter meinen Videos, ist die, ob ich mich irgendwann mal zeigen werde. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Das Problem ist halt nur, ich würde schon lieber erstmal so im Hintergrund bleiben, also hinterm Mikro bleiben. Ja, ich weiß, kann ich auch hinterm Video, aber nein, im Video, hinterm Mikro, genau. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, also vor der Kamera, das ist ernsthaft nicht mein Ding. Sonst würde ich auch Schauspieler werden und nicht Synchronsprecher, also wollen werden. Genau, ich will's werden. Ich bin's noch nicht. Hackt nicht auf mir rum. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich jetzt noch nicht vorhabe, das zu machen. Irgendwann in der Zukunft vielleicht muss ich mir noch überlegen. Aber dazu sollte die Base so ein bisschen größer sein und ich müsste dann einfach mal gucken, ob ich das wirklich mache. By the way, ich habe hier wirklich eine Canon EOS 600D. Also an der Quali wird es dann am Ende nicht scheitern, sagen wir es so. Gut, dann sind wirklich ziemlich viele Fragen, die mir gestellt werden, ob diese 3DS-Spiele auf Emulatoren gespielt werden. Und da denke ich mir, Leute, wie oft habe ich das jetzt eigentlich gesagt, dass ich mir so eine Capture-Card kaufe, ne? Ja, ziemlich oft, ne? Weil, ich verstehe es nicht. Ich hab's locker 15.000 Mal erwähnt, dass ich mir so eine Capture Card holen will und dass sie kostet und dass ich die Spiele nur so aufnehmen kann. Und dann kommt irgend so ein Hinterwäldler, sag ich jetzt einfach mal, und fragt, spielst du das auf dem PC oder auf dem 3DS? Und ich denk mir so, okay. Ist doch nicht so ganz angekommen, was die Message, ne? Scheiße gelaufen. So, wir haben hier zwei wunderschöne Vibravo und seit wann nehme ich auf? Ich weiß es gar nicht. Egal, Chat, Sarah, ich weiß es nicht. Benny, du gehst rein. So. Sieh mal zurück, Benny, rein mit dir. Ja, wie gesagt, ich spiele das Ganze auf dem 3DS, aber das müssten die meisten Leute auch wissen. Und für die, die es nicht wussten, ich spiele das Ganze auf dem 3DS. Also, die nächste Frage, was wird mir noch ziemlich oft gestellt? Ob ich irgendwann mal auch andere Let's Plays machen könnte, also sagen wir mal von anderen Spielereien, beispielsweise GTA oder Final Fantasy, Kingdom Hearts oder, ja, was gibt's da noch? Ziemlich viel, aber die Let's Plays, die ich jetzt wirklich gerne machen würde, in diesem Jahr noch, wäre einmal Pokémon Omega Ruby und Alpha Sapphire, Sims 4, Fantasy Life ist ein 3DS-Spiel, das demnächst rauskommt. Und ein 3DS-Spiel, von dem ich noch nicht zu viel verraten will, ist ein Anime-Spiel. What the fuck? What the fuck? Was geht da ab? Ist ein Anime-Spiel, aber, na, wie soll ich sagen? Also der Anime dazu ist auch erst kürzlich rausgekommen. Ich will es aber noch nicht verraten. Mal schauen, ob es irgendjemand von euch unten in den Kommentaren rausfindet. Würde mich interessieren. Ich muss die ganze Zeit rülpsen, das ist voll schlimm. Also. Ja, wie soll ich jetzt sagen? Wie soll ich das jetzt sagen? Von anderen Spielereien? Ja, gerne. Wieso eigentlich nicht? Wenn mir das Spiel zusagt, wenn ich irgendwann mal eine bessere Leitung hätte, dann würde ich das schon gerne machen. Also so wäre es nicht. Ich habe mal überlegt, Tomb Raider zu let's playen, aber das fällt halt ins Wasser, weil jetzt wie viele Leute das schon let's played haben? Ziemlich viele und ich glaube, das wäre dann einfach nur ein bisschen chaotisch, das dann noch hinzuzufügen zu meinen Let's Plays. So, Final Fantasy bin ich mir nicht sicher. Ich habe noch keinen einzigen Teil wirklich gespielt. Ich habe Final Fantasy Crisis Core war das für die PSP. Genau, zwei Parts habe ich damals, vor ein paar Monaten, aufgenommen, aber ob das jetzt wirklich als Let's Play da richtig kommen kann,
Das ist eher so eine Sache, die ich jetzt nicht beantworten kann. Also ich denke eher nicht, weil das ist dann doch nicht das Spiel, was man wirklich Let's Playen kann. Was kommen wird, vielleicht bin ich mir nicht ganz sicher, also ich bin da noch ganz am Überlegen und so weiter und so fort, ist Digimon, genau, Digimon Adventure, wenn ich was, ich könnte es sogar gleich machen, hätte ich Bock zu, ernsthaft, und Himmelskampf, du mich auch, Alter. Nee, Digimon Adventure, beziehungsweise Digimon Redigitize, würde ich einfach mal versuchen, wie es ankommt. Ich will jetzt nicht, dass jedes Let's Play wie bei Senran Kagura so ausartet, dass ich es nicht beende, weil die einzigen Let's Plays, die ich bisher wirklich beendet habe, sind halt die Pokémon Let's Plays, dann die Yu-Gi-Oh! Let's Plays und die Digimon Let's Plays. Also alles andere wurde bisher abgebrochen oder sonst was. Gut, ob ich von der Zelda-Reihe, ich weiß nicht, habe ich gerade eben Zelda erwähnt? Ich glaube nicht. Naja, jetzt habe ich es erwähnt. Ob ich von der Zelda-Reihe irgendwann mal was spielen will. Das Problem an der Zelda-Reihe ist einfach, dass wenn kein neues Spiel da ist, die... dass die meisten Leute dieses Let's Play dann auch nicht anschauen, also falls es kein neues Spiel ist. Und ich sehe so ein bisschen die Problematik dran, weil ich habe damals, also was heißt damals, vor... war das dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich The Legend of Zelda Majora's Mask Let's Played und habe dann irgendwie 30 Parts auf Vorrat aufgenommen, aber das hat sich im... am Ende irgendwie niemand angeguckt und ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen schade und dann habe ich das Let's Play einfach hingeschmissen, sagen wir es so, weil die Motivation zum Aufnehmen einfach gefehlt hat dann und was soll ich sagen? Wenn die Zuschauer es nicht mögen, fehlt halt einfach so ein bisschen die Motivation und das ist das Problem an dem Ganzen. Also an diesem ganzen Let's Play Konstrukt pipapo. Man kann jetzt nicht sagen, mir macht's Spaß. Also ganz ehrlich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich jetzt hier zu diesem Zeitpunkt jetzt wirklich niemanden mehr hätte, der die Videos schaut, dass ich dann noch Spaß an der ganzen Sache hätte. Wahrscheinlich nicht und eben da sehe ich das Problem. Und hier an der Stelle nochmal Danke an alle Abonnenten. Finde ich mega cool, dass ich jetzt so viele habe. Ja, doch hätte ich am Anfang niemals gedacht. Aber dazu wird irgendwann mal so ein richtig schönes Dankeschön-Video kommen. Deswegen freut euch mal drauf und jo. Farbigel, du bist besiegt. Du bist ein Igel, der Farbe hat. Gut, nächste Frage. Beziehungsweise, ich war ja noch nicht ganz fertig. Kingdom Hearts, genau. Bisher haben mir jetzt wirklich einige gesagt, dass die Reihe sehr, 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 sehr gut sei und ich das Spiel eventuell auch mal Let's Playen sollte, aber wieso rede ich die ganze Zeit eigentlich so? aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Spiel am Ende doch was für mich ist. Also falls ihr gute Titel habt, dann schreibt das mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich guck da mal, ob es so viele, also ob es schon viele Let's Plays davon gibt und wie viele Leute sich das anschauen würden und pipapo. Und das müsste ich alles dann irgendwie dann eventuell nochmal in einem Infovideo besprechen, aber ja, ich bin da guter Dinge. Nein, nicht das Pokémon, nein, ich will das nicht. Ich will kein Rosanna. Nein, tschüss, Blocht. Ich bin dann komm, Halleluja. So, okay, wir können uns hier nichts fangen. Doch, dürfen wir. Das ist mir egal, meine Challenge. Ich sehe schon, wie in den Kommentaren rumgeflamed wird. Du bist voll der Spaß, die hältst nicht an Naslocke. Okay, sieh mal hier rein, Keifel. Ja, das wollte ich auch. Ein weibliches Keifel, cool. Erdkräfte, nope. Ich wechsle das Pokémon lieber aus. Und schicke Chat rein. Hallo, Chat. Also, Kingdom Hearts muss ich mir überlegen. Wie gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare, was für Kingdom Hearts Teile ihr schon als Let's Play habt. Ja, ganz bestimmt. Was für... Alter. Ich muss die ganze Zeit rülpsen, ne? Ich habe gerade eben Nussujuk gegessen, ich pack's nicht. Ja, was ihr für Teile gespielt habt und welcher Teil für euch am besten war. Jo. Gut, dann noch eine Frage, die mir auch gestellt wurde, ob Sword Art Online noch weitergeht. So, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Das Problem bei Sword Art Online, ist einfach, dass ich einfach nicht mehr weiterkomme. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel weitergeht. Will ehrlich auch,
ehrlich gesagt auch nicht ganz genau wissen, wie das Spiel weitergeht. Und deswegen, Leute, verzeiht es mir, aber wahrscheinlich wird das Let's Play nicht mehr weitergehen. Erst, also wenn es wirklich auf Englisch dann da ist, dann könnte ich mir das Ganze nochmal überlegen. Aber auf Japanisch ist es wirklich eine reine Tortur. Und weil es dann nicht sowas wie Digimon ist, wo man die Story auch so teilweise kennt, muss ich das Let's Play, beziehungsweise musste ich das Let's Play leider abbrechen. Naja, was soll man machen? Gut, was auch ein paar Mal gefragt wird, zumindest auf meiner AskFM-Seite, wann wieder Dubs kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das hier auf dem Channel interessiert, aber, also Dubs kommen, wann Dubs kommen, ne, ganz einfach. Und, oh ne, scheiße, ich wollte das Ding ja fangen, ne? Ich kann mir ja das Viech ja fangen, ich Trottel. Wann werden wieder Dubs kommen? Also ich bin zurzeit an einem No Game No Life Dub dran, also an einem ganzen, an einer ganzen Folge, also die, verzücke ich, Mann, Digga, was ist los mit meinem Deutsch heute? Ja, da mache ich gerade die ganzen Soundeffekte rein und glaubt mir, Leute, das ist wirklich nicht gerade einfach, so viele Soundeffekte reinzupacken. Ich bin jetzt bei Minute 8 und werde das wahrscheinlich heute Abend noch bis Minute 11 oder so machen, aber vorher muss ich noch aufnehmen und ich sehe Kaipe Zörner. Der nächste Part, keine Sorge, der wird wieder so richtig wuhu sein, aber jetzt erstmal chillen. Ja, chillen. Ich habe megamäßig Hunger, obwohl ich gerade eben Sucuk gegessen habe und mein Deutsch ist auch gerade nicht so dolle. Ja, ist halt ziemlich lange her, dass ich so aufgenommen habe. Deswegen, ich muss ein bisschen wieder in den Rhythmus reinkommen und Kaipe will halt nicht im Ball bleiben. Du behartest Fisch, geh in den Ball rein. Gut, ja, Dubs werden halt ein bisschen später kommen. Ein Infovideo wird, ich weiß jetzt nicht, ob das dann kommen wird, wenn dieser Part schon längst online ist. Ein Infovideo wird auf jeden Fall kommen. Das geht dann halt um meine ganzen Kanäle. Wie ich das Ganze manage und so weiter, weil bald fängt wieder die Schule an, um genau zu sein in, ach du Scheiße, 4-5 Tagen. Und, ja, was soll man machen? Schule ist wichtig und deswegen ist auch mein letztes Jahr und deswegen muss ich mich auch ein bisschen wohl oder übel konzentrieren, aber ich glaube, die meisten von euch können das auch nachvollziehen, von daher ist das auch nicht so ein großes Problem. Ob die Let's Plays jetzt weniger werden, beziehungsweise überhaupt nicht mehr kommen, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich versuche jetzt zumindest ein bisschen auf Vorrat aufzunehmen, damit ich jetzt so sagen kann, ey, weißt du hast jetzt was auf Vorrat, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, kannst alles nach und nach hochladen, beziehungsweise auf öffentlich stellen und ja, ich muss halt gucken, wie ich das Ganze mache. Also von den Dubs her, da wird jetzt erstmal nichts kommen. Was ich aber noch mit den wegen den Dubs sagen wollte. Ich verstehe es nicht, aber übertrieben viele Leute haten die Dubs. Ich muss gerade Namen hier eingeben, Leute, das ist ein bisschen schwer. No, Multitasking, Mad. So, und dann. So, und dann. Fairy Melly, oder Fairy Mel. Ich glaube, das war Fairy Melly. A.K.A. Melek. Hier an der Stelle eine Grüße. Gut, das, was ich gerade eben sagen wollte. Wieso Box Himmel? Nein! Es kommt da nicht rein. Nein, 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 falsche Box. Und zwar werden die Dubs anscheinend wirklich extrem viel gehatet. Ich weiß jetzt nicht, ob es von Leuten sind, die von diesem Kanal kommen. Bezweifle ich aber ernsthaft ganz stark. Oder ob es halt Leute sind, die aus meinem Umfeld sind, beziehungsweise aus der Dubber-Szene sind. Ich habe keine Ahnung. Aber hier mal eine kleine Message, Leute. Ganz ehrlich, ich habe es schon mal irgendwo erwähnt, meine ich. Das ganze Dubben, was ich jetzt erstmal richtig hinsetzen, das ganze Dubben, was ich jetzt hier mache, das dient einzig und allein dem Zweck, mich weiterzuentwickeln, damit ich irgendwann in der Branche wirklich aktiv werden kann. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt auch an einer Stelle, wo ich sagen kann, so schlecht bin ich gar nicht mehr. Und deswegen, alle Hater da draußen, jagt mich nicht! Ja, nee, weil, was soll ich denn sagen? Ist ja eigentlich auch so, es ist ja auch schon viel zu krass, dass ich überhaupt der ganzen Sache gerade hier in einem Part Aufmerksamkeit widme, aber ich wollte es halt nur mal gesagt haben, ne? Man weiß ja nie. So, Himmel, nein, Keifel, du gehst hier raus, du suchst hier nichts, du kommst in mein Team. Oh yeah. So, Monozyto, tschüss. Ein bisschen herzlos. So, Himmel und dann Hölle. Himmel und Hölle. Das ist so eine Serie in Pro 7, glaube ich, ne? Die ist so schlecht, ne?
So, was auch noch gefragt wurde, ist, ob ich mal eine Roomtour mache. Ja, Roomtour. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Ich werde eine Roomtour machen, aber nicht zu 7000 Abonnenten, nicht zu 8000, nicht zu 9000, sondern zu 10.000. Wahrscheinlich. Ich will jetzt nichts versprechen, ne? Am Ende kann ich es nicht einhalten, weswegen auch immer. Aber ganz ehrlich, an meinem Zimmer ist jetzt auch nicht so viel besondert. Ich habe jetzt einige Sachen hier. Habe ich gegen die gekämpft? Nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt einige Mangas hier, Spiele, ein paar Anime-DVDs, Blu-Rays, eine Anime-Figur, ein Anime-Poster, ein PC, ein Laptop, ein Keyboard, ein paar Zeichnungen, ziemlich viele Taschen, Schultaschen, Schule, eine Gitarre, die da hinten rumliegt und Bücher, Schulsachen und da weiß der Geier was. Also, ja, geht eigentlich. Okay, wenn ich das jetzt so gucke. Anscheinend ist mein Zimmer doch nicht so uninteressant. Na, egal. Ja, auf jeden Fall, ich werde irgendwann mal eine Roomtour. Ach du Scheiße, das ist das Schwert. Eine Roomtour machen, wann das sein wird, kann ich euch jetzt noch nicht versprechen. Aber wahrscheinlich wird das zu den 10.000 Abonnenten dann irgendwie laufen, hoffe ich mal. Ne? Ganz genau. Und die 10.000, die werden schnell kommen, vor allem nach den ganzen Let's Plays, die bald da anstehen und so weiter. Das wären richtig geile Let's Plays. Ich werde gleich auch ein paar Parts Yu-Gi-Oh! 6L aufnehmen, einfach aus Prinzip, weil ich das Ganze nochmal ein bisschen aufnehmen muss. Ich will das Projekt ja auch irgendwann mal beendet haben. Und 6L eignet sich wirklich als Projekt, um einfach mal zu chillen und zu sagen, ey, yo, weißt du, ich will gerade chillen, hab keinen Bock aufzunehmen. Also, nein. Wenn ich keinen Bock habe aufzunehmen, würde ich ja gar nicht aufnehmen. Was ich schon die ganze Zeit über getan habe. Aber das ist eher so, wenn man ziemlich kaputt ist, dann kann man 6L wirklich ziemlich geil aufnehmen, finde ich. Weil da ist es wirklich nur so, du sagst was, also du sagst nur das, was du tust. Und mehr nicht. Finde ich cool. So, der Part ist auch gleich fast zu Ende. Oh Gott, ey, ich habe so viel Scheiße gelabert. Beziehungsweise nein, der Part war schon ziemlich informativ. Ja, doch, war chillig. Ah, überlegen, was wurde noch gefragt? Ob ich mal, ja doch, das habe ich gerade eben gesagt, ne? Mit den anderen Spielen und so weiter. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, das Telefon klingelt. Egal, Yondo, juckt mich nicht! So, Zimei, Feuerodem auf Raichu. Ja, ich würde einfach mal sagen, ja, weil Zimei ist ja ein Bodendrachen-Pokémon und da wird Raichu wahrscheinlich nichts mit seinen Elektroattacken anfangen können. Und, da war noch eine Frage. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich es gerade vergessen, ganz ehrlich. Wieso habe ich nicht Erdkräfte eingesetzt? Ich trottel. Warte mal. Yo, scheiße. Ich wurde auch auf dem Handy angerufen. Naja, wenn es mir im nächsten Part einfällt, kann ich es ja immer noch sagen. Von daher passt das, Leute. Und ich würde sagen, Zimei, du beendest das Ganze. Und da sind anscheinend noch zwei Pokémon, also habe ich noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ob ich zur Gamescom gehe nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, aber dieses Jahr ist sie zu Ende, wenn das Video hoch ist, oben ist. Das Ding ist, nein, ich war nicht bei der Gamescom, obwohl es in der Nähe ist. Ja. Egal, privater Grund, scheiß drauf. Was war das? Scheiße. Genau, meine Top-Animes, genau. Die werden auf dem Anime-Kanal kommen. Also ich werde das jetzt hier nicht verraten. Da werden zwei Videos wahrscheinlich kommen und ich freue mich schon megamäßig drauf. Und jo. Sonst war es das eigentlich. Jo, das war's. Mehr oder weniger. Leute, ich muss mal ganz kurz die Aufnahmen pausieren.